Hallo liebe Kochfreunde, heute machen wir gemischten Kohleintopf. Und zwar für unseren Eintopf heute brauchen wir Rosenkohl, gehacktes, Chinakohl, Wirsingkohl, Kümmel, Muskatnuss, Pfeffer, Brühe, Käse und Blumenkohl. Ich bereite jetzt alles vor, mache das alles klein und dann zeige ich euch die Zutaten nochmal. Das Rezept, was ich heute koche, das ist eigentlich ein vegetarischer Eintopf, aber ich möchte das ja deftig und deswegen mache ich das Gehackte mit rein. Das können die Vegetarier dann weglassen. So, ich habe jetzt alles klein geschnitten und zwar den Chinakohl, den Wirsingkohl und den Rosenkohl habe ich halbiert. Den Blumenkohl, den nehme ich ja immer tiefgefroren aus der Tüte, der ist ja schon klein, also den brauche ich nicht mehr kleiner machen, glaube ich. Und den Käse habe ich geraspelt. Jetzt warten wir, bis es fettheiß ist und dann werden wir das erstmal anbraten. So, als erstes braten wir den Blumenkohl an. So, jetzt tue ich das Gehackte schon mal anbraten für uns. Wie gesagt, das Rezept ist eigentlich ein vegetarischer Einkauf. Ihr könnt das dann komplett weglassen. Das machen wir jetzt krümelig mit Salz und Pfeffer. Oh, Salz. Salz steht noch bei mir. Warte. Nicht hier rausnehmen. Der Blumenkohl ist jetzt angebraten. Jetzt tun wir nach und nach den Rosenkohl mit dazu und das Kraut. So, jetzt mache ich den restlichen Rosenkohl mit dran. Total gut. Jetzt können wir schon ein bisschen nach und nach Chinakohl dran machen. Nebenbei muss ich das Gehackte rumrühren. Ich kann wieder sowieso nicht alles nehmen. Ich nehme jetzt nur die Hälfte und den Rest gebe ich auf
für Gemüse. Das friere ich dann wieder ein. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Würzig von der Seite. So. Und noch ein bisschen Chinakohl. So. Das muss reichen. Rest friere ich ein. Mache ich wieder aus. Das ist jetzt durch. Und jetzt würzen wir unseren Kohl eintopfen. Und zwar mit Muskat, dann Kümmel, weil der Kohl dran ist. Jetzt Brühe. So, jetzt machen wir Wasser dran. So, der Eintopf ist jetzt fertig für die Vegetarier. Und ihr macht so viel gekürnte Brühe dran, wie ihr wollt. Und jetzt rühren wir noch den Käse drunter und dann ist der für euch fertig. Für den Rest geht es jetzt weiter. Wir schütten jetzt das Gehackte dran. Jetzt lasse ich das nochmal ein bisschen köcheln. Machen wir ein ganz bisschen Salz und Pfeffer dran. Ganz bisschen, wirklich nur ein bisschen. Aber die Salzarmessen, die brauchen das nicht mehr. Ist nämlich schon total lecker. So, noch ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen scharf machen, ne? Ein bisschen Muskat kann uns schauen. Das Essen ist fertig und ich hoffe, es schmeckt euch. Das ist wieder mal was für eine Party oder für viele Gäste. Und ihr könnt es auch jederzeit wieder einfrieren, so wie ihr es kennt. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss!